Als Steve mir sagte, dass Gottesanbeterinnen blaue Flecke bekommen können, habe ich ihm zuerst nicht glauben wollen. Doch hier ist ein echter blauer Fleck auf einem Insekt. Aber das Interessanteste daran ist, dass sie nach der Paarung auftreten und dass die Männchen sie verursacht haben. Zum Glück hast du abonniert, denn sonst würdest du es verpassen. Ja, im Tierreich ist die Fortpflanzung nicht gerade die romantischste Sache der Welt. Und es scheint, als hätten die männlichen Gottesanbeterinnen das Nachsehen. Du hast wahrscheinlich schon gehört, wie ihr Leben nach der Paarung verläuft. In etwa 30% aller Fälle werden sie von den Weibchen aufgefressen. Wenn du so darüber nachdenkst, klingen 30% eigentlich gar nicht so schlecht. Doch wenn ich eine Gottesanbeterin wäre, würde ich solche Statistiken überhaupt nicht mögen. Aber nicht jedes Männchen ist bereit, sein Schicksal zu akzeptieren. Die Wissenschaftler haben herausgefunden, dass manche Gottesanbeterinnen die Weibchen zuerst angreifen, sie bekämpfen und sogar schwer verletzen, damit sie später nach der Paarung nicht als Abendessen enden. Mit ihren scharfen, dolchartigen Krallen fügen sie ihnen Wunden zu, aus denen sogar Körperflüssigkeit austritt. Das Ergebnis ist etwas, das wie blaue Flecken aussieht. Wenn das Männchen diesen Kampf gewinnt, bekommt es die Möglichkeit, sich fortzupflanzen und danach am Leben zu bleiben. Haha, ich habe es lebend überstanden! Nimm das, Evolution! Hast du es gesehen? Mit mir nicht, mein Freund! Gottesanbeterinnen sind eigentlich ziemlich schlau. Die Männchen greifen nicht nur zuerst an, um die Oberhand zu gewinnen, sondern sie wählen auch das am wenigsten aggressive Weibchen aus. Das heißt, wenn eine Gottesanbeterin sieht, wie das Weibchen gerade seinen Freund gefressen hat, wird sie wohl lieber fernbleiben. Das ist ziemlich smart. Wer riskiert denn sonst noch bei der Paarung gefressen zu werden? Ich frage mal die Spinnen. Manche von ihnen müssen tanzen, um dem Tode zu entgehen. Andere katapultieren sich so schnell wie möglich davon. Und einige, so wie die Gottesanbeterinnen, gehen in die Offensive. Wenn es zur Paarung kommt, geht das Männchen der Fernandes Fabrici einfach auf das Weibchen und beißt sie in ihre Beine. Nur für den Fall, dieses Balzritual funktioniert nur, wenn du eine Spinne bist. Also versuch es bitte nicht nachzumachen. Die Männchen beißen also in die Beine des Weibchens. Sie heben sie hoch, um sich zu schützen. In diesem Moment fesselt das Männchen die Dame mit einem Netz. Das sind schon sehr rabiate Methoden. Und das war's. In diesem Zustand kann das Männchen nicht mehr gefressen werden, was bedeutet, dass er sich ohne Risiko paaren kann. Nach einer Weile befreit sich das Weibchen wieder. Übrigens helfen selbst solche Maßnahmen den Männchen der Sonatennetzarten nicht immer, die Balz zu überleben. 11% der Spinnen sterben noch vor der Paarung. Du denkst immer noch, dass die menschliche Partnersuche schwierig ist? Bei den Bienen wird es nur noch schlimmer. Nach der Paarung verlieren die Drohnen mitten im Flug ihre Genitalien, lassen sie im Weibchen zurück und fallen kurz darauf sterben zu Boden. Aber da die Bienen in großen Kolonien leben, stört sich da niemand wirklich dran. Diese Insekten finden eine bessere Verwendung für ihre Intelligenz. Sie lernen, Flaschen zu öffnen. Das scheint ja seltsam und völlig anders als normal. Zwei oder mehr Bienen, die zusammenarbeiten, geschweige denn so Effizienz? Ich kenne Leute, die nicht einmal wissen, in welche Richtung sie ihren Verschluss drehen müssen. Aber diese Kleinen haben es wohl geschafft. Deshalb glauben einige Spezialisten wie Dr. Lars KitKat, dass das nicht echte Teamarbeit war. Wahrscheinlich hatten die Insekten einfach nur Glück, dass die gleiche Flasche ihre Aufmerksamkeit erregt hat. Aber die Tatsache, dass Bienen erkannt haben, dass etwas Süßes in einer geschlossenen Flasche ist, ist kein Zufall. Menschen lassen oft Müll herumliegen, darunter auch solche Limonadenflaschen, sodass die Bienen vielleicht tatsächlich gelernt haben, sie mit Nahrung zu assoziieren. Bienen sind immerhin schlau genug und es braucht auch nur ein bisschen Ausdauer. Sogar Hummeln konnten unter Laborbedingungen lernen, wie man an den Fäden zieht, um eine Belohnung zu erhalten. Sie haben diese Fähigkeit auch an den Rest der Kolonie weitergegeben. Das ist schon ziemlich cool. Vor allem für ein Lebewesen, dessen Gehirn nur 0,0002% Größe eines menschlichen Gehirns hat. Normalerweise würde man erwarten, dass solche Aufgaben von Vögeln wie Krähen oder Möwen gelöst werden, die für Futter alles tun. Sogar Gesetze brechen. Also gut, okay, ich glaube natürlich nicht, dass Möwen wissen, dass sie gerade gegen das Gesetz verstoßen haben. Trotzdem hat ein Vogel namens Steve Snacks im Wert von fast 400 Dollar aus dem Tesco-Extramarkt in Paddington gestohlen. Außerdem nahm der Vogel nur bestimmte Sachen mit, vor allem Chips mit seinem Lieblingsgeschmack, sowie Käse. Steve, könnte es sein, dass dieser Vogel einer deiner Verwandten ist? Nein? Okay. Trotz dieser ungesunden Ernährung, die hauptsächlich aus Chips besteht, geht Steven mindestens dreimal am Tag zum Laden. Wäre ich der Ladenbesitzer, würde ich mir ehrlich gesagt Sorgen machen. Aber ist es möglich, sich vor Möwen zu schützen, die dein Essen stehlen wollen? Steve hat herausgefunden, dass einige Wissenschaftler danach geforscht haben und dass Möwen vorsichtiger mit der verlockenden Leckerei umgehen, wenn eine Person in der Nähe ist und sie beobachtet. Tatsächlich scheinen Möwen es nicht zu mögen, wenn man sie ansieht. Die Experimente haben gezeigt, dass die Möwen, wenn die Wissenschaftler sie anstarrten, viel mehr Zeit brauchten, um sich das Leckerli zu schnappen. Oder sie näherten sich erst gar nicht dem Futter.
Vielleicht braucht der Laden einfach nur eine Überwachungskamera oder einen Mann mit einem durchdringenden Blick. Wenn sich doch nur alle Probleme auf diese Weise lösen ließen. Stell dir vor, du bist ein Fischer, der in aller Ruhe mit einem Netz fischt. Aber eines Tages bekommst du statt des erwarteten Fangs nur ein paar jämmerlich aussehende Fische in einem zerrissenen, durchgebissenen Netz. Und da im Wasser ein Walhai. Er schenkt dir ein breites Grinsen. Okay, vielleicht kein breites Grinsen, aber tatsächlich ein echtes Problem für die Fischer in Cinderblocks Bay. Dort klammern sich die Haie buchstäblich an fischvolle Fischernetze, zerreißen sie und saugen so viel Nahrung wie möglich ein. Also ich kann sie verstehen. Warum Energie für Nahrung verschwenden, wenn sie schon da ist und auf dich wartet? Aber die Menschen sind darüber natürlich nicht glücklich. Sie versuchen vergeblich, die Haie abzulenken, indem sie Köder auswerfen. Aber die Haie wissen ganz genau, was sie da tun. Ich meine, der Hauptgang steht unmittelbar bevor und es macht da keinen Sinn, sich von ein paar Vorspeisen ablenken zu lassen. Sie sind schließlich keine Möwen. Und das ist der grüne Reiher. Er geht sogar noch einen Schritt weiter. Während Walhaie den Menschen die Fische stehlen, hat dieser Vogel gelernt, sie auf die menschlichste Art zu fangen. Er benutzt einen Köder. Der Grünreiher benutzt ein Stück Brot als Köder. Wahrscheinlich hat er die Fischer genau beobachtet und herausgefunden, wie Fischen funktioniert. Tatsächlich können diese Vögel das sogar besser als die meisten Menschen. Aber warum sollte man Fische mit einem Brot anlocken, wenn man das Brot doch einfach essen kann? Ich habe keine solide wissenschaftliche Antwort darauf gefunden, aber es scheint, dass der Grund in den Kalorien liegt. Das heißt, Brot ist natürlich eine gute Sache. Aber eigentlich nein, füttere bloß nicht Vögel mit Brot. Da haben wir auch schon ein Video drüber gemacht. Aber trotzdem weiß der grüne Reiher, dass Brot zwar gut ist, aber Fisch ist noch viel besser. Er liefert mehr Energie als ein Stückchen Brot, also kannst du ihn dem Fisch zuliebe opfern. Falls du andere Theorien hast, wie das funktioniert, dann schreib sie mir doch in die Kommentare. Steve und ich werden sie gerne lesen. Eigentlich benutzen Vögel öfters Werkzeuge, wenn sie sicher sind, dass sie auf diese Weise bessere Ergebnisse erzielen können. Stell dir vor, du hast ein großes, leckeres Ei, das du unbedingt essen willst. Aber wenn du versuchst, es aufzuschlagen, besteht die Gefahr, dass du dir einfach deinen Schnabel zerbrichst. Nun, es sei denn, du bist natürlich ein Specht. Du könntest das Ei natürlich auch aufheben und fallen lassen. Aber was ist dann mit der Sauerei am Boden? Oder wenn es ein Straußenei ist? Und vor allem, wie würdest du es überhaupt aufheben, wenn du ein Vogel bist? Doch alles, was du tun kannst als Vogel, ist einen Stein aufzuheben und damit die Schale aufzuknacken. Und weißt du, das funktioniert sogar wirklich. Viele Vögel handeln auf diese Art und Weise. Heißt das, dass die Vögel schlauer werden und sich darauf vorbereiten, die Welt zu erobern? Nein, natürlich nicht, das ist Blödsinn. Als nächstes willst du mir noch sagen, dass Gänse die Straßenregeln lernen, warte, was? Echt jetzt? Nun, es sieht so aus, als hätten einige Gänse das schon herausgefunden. Außerdem tun sie so, als wäre es eine Art Instinkt, einen Fußüberweg zu finden und sich dort entlang zu bewegen. Ich glaube, sie haben sich eine Weile umgesehen und Menschen beim Überqueren der Straße beobachtet und sind zu einem Entschluss gekommen. Tatsächlich können Tiere schnell herausfinden, was ist, und Gänse sind nicht so dumm, wie sie aussehen. Eigentlich würde ich mich nicht mal trauen, diese Jungs hinter ihrem Rücken als dumm zu bezeichnen, nur um sicher zu gehen, du weißt. Hast du schon mal ihre Zähne gesehen? Naja, diese Vögel sind eindeutig an den Straßenverkehr gewöhnt. Es ist vielleicht nicht das erste Mal, dass sie die Straße überqueren. Oder vielleicht lieben sie auch einfach nur dieses berühmte Beatles-Album. Wenn die Wissenschaftler dieses Gänsephänomen untersuchen, werden wir vielleicht eines Tages die Antwort haben. Aber im Moment sind sie zu beschäftigt. Sie müssen sich mit Vögeln herumschlagen, die ihre Peilsender entfernen. Wissenschaftler haben 5 australische Elstern mit winzigen rucksackähnlichen Peilsendern ausgestattet, um zu sehen, wohin die Vögel fliegen und wie sie miteinander interagieren. Aber die Vögel haben die Wissenschaftler einfach überlistet. Obwohl die Ortungsgeräte super stark und sehr fortschrittlich waren, begannen die Vögel, sie sich gegenseitig abzunehmen. Sie zogen und schnibbelten mit ihren Schnäbeln am Geschirr und es war nicht klar, warum das den Vögeln nutzte. Sie haben sich einfach angepasst. Und das ist der erste derartige Fall in der gesamten Geschichte der Beobachtung. Um ehrlich zu sein, weiß ich noch gar nicht, ob andere Tiere so etwas tun. Ich glaube, Steve muss das mal nachprüfen. In der Zeit lasst uns erstmal ein wenig entspannen. Wenn du schon einmal einen Schneehang hinuntergerodelt bist, weißt du, wie viel Spaß das machen kann. Sogar für Erwachsene. Und warum auch für einen Hund? Für den guten Jungen oder das gute Mädchen ist das eigentlich egal. Er oder sie weiß, wie der Hang, der Schnee und einen Plastikschlitten funktioniert. Ich weiß nicht genau, wie das Tier das herausfinden konnte, aber es braucht definitiv nicht mehr Hilfe von den Menschen. Vielleicht lernt das Tier ja bald, den Schnee aus der Einfahrt freizuschaufeln. Naja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr hattet Spaß. Wenn dem so ist, gebt mir doch ein Like, teilt das Video mit euren Freunden und abonniert unseren Kanal. Dann sehen wir uns bestimmt auch beim nächsten Mal. Macht's gut, Freunde! Ach ja, Kommentare finden wir übrigens auch ganz klasse.